Also wir sind hier die A-Jugend des FC Heisenrads von der Saison 16-17 vor dem Block FC Heisenrad. Da ist Kiesberg mit dem Kinderhaus und wir wollten uns halt als ganze Mannschaft bei den Leuten bedanken, die dafür gesorgt haben, dass wir den Titel gewinnen. Also ich möchte mich erstmal bei meinem Bruder Abel bedanken, weil der hat manchmal bis zu 200 Euro vorgelegt für den Grill, damit wir Einnahmen für unsere Österreichfahrt bekommen. Da möchte ich mich noch bei Hakim, Sabrit, Ruben bedanken und Adam, die im Blutspendedienst dafür sorgen, dass der Verein weiterkommt und in Frankfurt akzeptiert wird, da wir oft Rückschläge erlangen und halt diese Rückschläge bekämpfen, indem wir Jugendmannschaften machen für die Leute, die hier in der Gegend wohnen, um sie von der Straße wegzubekommen, damit sie keinen Blödsinn machen und was Ordentliches in der Zeit verbringen. Also auf jeden Fall erstmal im Großen und Ganzen bedanke ich bei der Mannschaft für die tolle Saison. Ich bedanke mich bei den Sponsoren, Trainerteam, beim Zeller, der jeden Woche den Rasen fertig gemacht für die Mannschaft. Ja, und halt im Großen und Ganzen erstmal Dank an die Mannschaft. Ich bedanke mich auch ebenfalls an die Mannschaft und für die tolle Unterstützung des FC Heisenrads. Also ich bedanke mich beim Team, dass wir eine gute Saison hatten, dass wir Meister wurden, auch an den Trainerteam und auch an die außenstehenden Leute von FC Heisenrad. Ich bedanke mich bei der ganzen Mannschaft, dass wir immer bis zum Ende gekämpft haben und bei den Trainern. Die haben uns immer unterstützt, egal was war. Ich bedanke mich im Großen und Ganzen erstmal beim Verein für die tolle Unterstützung während dieser 3 Jahre. Es war eine schöne Zeit und es wird auch auf jeden Fall weitergehen. Auf jeden Fall große Grüße an die 2 Trainer, Redi Meskina und Nabil El-Mahid. Sie sind gerade nicht hier, weil sie andersweitig beschäftigt sind. Aber auf die kann man auf jeden Fall zählen. Sie sind auf jeden Fall sehr gute Trainer, mit denen kann man alles besprechen. Man kann mit denen offen reden. Sie sind für alles da. Und ich finde einfach, diese Mannschaft wird es nicht zweimal geben und das kann man nicht ersetzen. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Team. Und bedanke mich auch herzlich bei Tarek Yavuz für die ausgegebenen Pizzen nach dem Spiel. Dankeschön. Also eigentlich ist das meiste schon gesagt, aber ich bedanke mich nochmal an mein Trainerteam, an Redi und Nabil. Es war eine sehr tolle Saison, würde ich mal sagen. Und ja, wir sind Meister geworden, das sieht man auch. Man sollte sich aber nicht nur unsere Trainer und unsere Zuschauer an unsere Zuschauer bedanken, sondern auch an Fayas Nefes. Der war immer da, wo keiner da war, wo keiner konnte, wo die alle mit Arbeit beschäftigt war. Und hat uns auch an den regnerischen Tagen begleitet. Ja, da wir gerade zum Thema Fayas kommen, muss mir auch große Grüße an den Präsidenten geben, Koray Yavuz. Er hat uns auch in großer Hinweise unterstützt, auch beim, was war das, 2-stelligen Sieg. Egal, braucht man nicht zu wissen, weil Germania waren ehemalige Gegner, aber Koray hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, auch wenn der Rest des Trainerteams nicht dabei war. Auch Grüße an seinen Sohn, ist wirklich ein tolles Kind und ein toller Mensch. Ich möchte mich bei der B-Jugend bedanken, bei uns haben die sehr stark gespielt und ich möchte mich bei denen bedanken. Und ich erstmal das Wort an unseren Kapitän Mohamed Can weitergeben, ob der noch was sagen möchte. Mohamed Can. Gut, deutsche Meister. Ich bedanke mich auch an Dennis Tan, der uns auch unterstützt hat, wo unser Torwart nicht da war. Und für nächstes Jahr, ich wünsche für die Leute, die nächstes Jahr bei der A-Jugend spielen, die auch in Kreisliga spielen, wünsche viel Glück und viel Erfolg. Ich hoffe, da wird was nächstes Jahr. Ich hoffe, dass nächstes Jahr genauso gut läuft in der Kreisliga wie dieses Jahr. Ja, ich hoffe, das wird gut laufen nächstes Jahr und dass wir genauso wie diese Saison spielen. Auf jeden Fall nicht Can Kiran. Der David hier, der hat 3, 4, 5, 6 Spiele versucht, hat nie geklappt, aber nächstes Jahr hoffentlich macht er mal 2, 3 Dinger rein. Netzer vielleicht mal für die Mannschaft. Und der 6er hier neben uns hat das alles ermöglicht. Dankeschön. Alperen, große Grüße auch an Jessin, an das 6er-Duo. Vielen Dank. Dankeschön. Auf jeden Fall, das Partner-Duo mit mir und Milion war auch hervorragend. Wir haben uns immer gut verstanden auf der rechten Seite. Er war rechts Mittelfeld, ich war der Rechtsverteidiger. Wir haben hervorragende Pässe gespielt, haben hinten das Spiel auch da vorne aufgemacht. Haben das Spiel sehr schön herausgespielt und kam auch zu der einen oder anderen Torchance. Hab leider nur dieses Jahr mein erstes Saisontor erzielt, aber für Milion sah es auf jeden Fall sehr besser aus. Wie viele Tore hast du denn erzielt? Nicht viele, 3.
Ja, du kamst ja auch erst kürzlich zum Team, aber hast dich sofort integriert als Stammspieler auf jeden Fall. Der Winde war 3-4 Wochen verletzt, der kam zurück. Erste Aktion ins Ausgelaufen, der Typ. Also in dieser Saison haben wir auch sehr viele Gegentreffer bekommen. Dann würde ich auch mal gerne den Sami vorrufen, dass er sich mal dafür äußert, wie er es fand. Sami, komm her. Ich denke mal, dass der Sami sich jetzt doch... Er wird sich blicken. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sehen wir den Sami, der sich jetzt zum ersten Mal richtig blicken lässt. Ja, was sind Ihre Ziele für nächste Saison? Auf jeden Fall möchte ich mit dem FC Heisenrad nächstes Jahr in der Kreisliga Meister werden, falls ich noch hier spiele und ja. Was sind Ihre Vorstellungen? Also wie werden Sie es hier angehen? Ja, er möchte sich wohl dazu nicht äußern, aber ich finde, wir haben das meiste gesagt. Nochmal Props an die zwei Sechser, die das Herz des Vereins waren. Und ja, hiermit wäre alles gesagt, denke ich mal, oder Jungs? Ja. Oder bedanke ich mich und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir wieder die Meisterschaft holen. Thank you.